Leute, heute asozialster Job, den wir bisher gemacht haben. Eine Gefahrenbaumfällung aus einem Innenhof mit diesem MK-140-Kran, 40 Meter Auslage. Das wird das Riskanteste, was wir je gemacht haben, aber wir machen es möglich. Wir machen das möglich, Leute. No matter what. Fuck it. Wir gehen rein. Schön die Stützen für den kleinen, leichten, wie viel? 110 Tonnen? Ja, irgendwie so. 110 Tonnen Kränchen, nagelneue Felgen, von Brabus gepimpt. Man stellt sich mal hier neben so einen Reifen, ne? Guckt sich das mal an. Das ist der Mann des Tages. Ja. Gutes Ding. Immer so eine Stütze hier, ne? Ding muss natürlich gesichert werden. Hier ist alles extrem sicher. Kranplätze. Heute ist hier alles. Kranplätze müssen verdichtet sein. 60 Tonnen wiegt er. 2000 Tonnen wiegt er. 50.000 Tonnen. 10 Monate, Jung, ist das Baby hier. Praktisch ein Neuwagen. Das sind hier diese Jungs von WH Schilderdienst. Wirklich größte Legenden. Haben hier kurzfristig die Straßensperre organisiert. Beziehungsweise wir haben sie organisiert und sie sperren sie ab. Das erzählen wir später nochmal im Detail. Was ist jetzt hier dieser Kinderkran? Das ist das Ballastgewicht für den Kran, damit das schön sicher ist. Junge, warum sind die alle so cool, Digga? Alle haben einfach Sonnenbrille, Digga. Alle cool, Mann. Guck dir bitte einen Typen nochmal an, den Trefferfahrer. Das ist ein King, Alter. Bitte, den Trefferfahrer mit der Brille. Hab ich schon. Der. Ja. Da. Jetzt die Chefjacke raus. Chef und Chef. Oh, Leute, du. Malaka. Malaka, ja. Die Jungs sind sicher unterwegs. What are you doing? Ja? Alle in Gelb. Alle in Gelb für Straßenbau. WH Schilderdienst. Beste Company, Alter. Beste Company. Der Pomella hier. Haben wir einen Werkstudenten mit dabei, muss er sein. Alter Schwede. Mit den Balenciagas heute. Wesh. Auf diesen Destructed Look. Distressed, meine ich natürlich. Balenciagas. With a double knee. Double knee. It's real fashionable. Ooh. Paris Fashion Week or Bostella? Bostella, we don't know, we don't know. Where's the walkway? The runway? The wrong way. The wrong way. Jetzt wird das Gegengewicht an den Kran montiert. Der Kranfahrer von Treffler sichert den Kran ab. Und die Jungs stärken sich nochmal hier, bevor es richtig geknechtet wird. Marv full fokussiert, er checkt seinen Lebenspartner ab, gleich hängt er da dran. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Pain ist, die Erlaubnis zu bekommen, diese Schilder hier hinzustellen und diesen Kran hier reinzuschieben. Dass die Jungs hier stehen dürfen und ihren Job machen können, hat mich gestern den kompletten Tag gekostet. Das ist ein bürokratischer Albtraum. Der einzige Grund, warum das Ganze funktioniert, ist einfach Glück und die Konstellation der Sterne hier heute. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man da mal kurz erklären, wie viele Gewerke hier tätig sind. Also, wir sind hier tätig, das ist klar. Zusätzlich zu unserem Baumkletterer haben wir noch den Marvin am Start von Tree Walkers München. Der da. Dann haben wir die Spindler GmbH, Garten- und Landschaftstechnik, die uns diesen Häcksler zur Verfügung stellen. Das ganze Geäst, das muss ja auch irgendwie zerkleinert werden, sonst kriegt man das gar nicht raus. Dann haben wir Treffler. Das ist das Kranunternehmen, was hier den Kran angeliefert hat. Den Jungs war das auch ein schönes Hin und Her und eine schöne Verhandlung. Die wollten nämlich eigentlich hier diese Sperre organisieren. Das war uns zu teuer, wir hatten das so nicht einkalkuliert. Da mussten wir kurzfristig umdisponieren. Sind zur Polizei gegangen, haben das hier angemeldet, sind beim Mobilitätsreferat gewesen, haben dann mit der Frau die ganze Geschichte geregelt, dass wir hier diese Sperre bekommen. Shoutout an sie. Dann haben wir die Genehmigung bekommen, erst heute Morgen um 7.30 Uhr, weil hier eine Baustelle ist. Dieses Parkverbot wurde schon eingerichtet von einem Abbruchunternehmen, was gegenüber eine fette Baustelle hat. Das ist die Ottel GmbH. Mit denen musste dann erstmal schriftlich genehmigt werden, dass wir hier deren Parkverbot nutzen können. Plus, das Parkverbot gilt nur noch bis heute. Das heißt, wir hätten es alles innerhalb von 2 Tagen organisieren müssen. Ein riesen, riesen Stress. Aber es hat alles geklappt. Alle sind am Start. Haben wir irgendein Gewerk vergessen? Genau, dann natürlich die Verwaltung, mit der muss das auch noch geklärt werden. Die mussten kurzfristig das Angebot durchwinken. Dann müssen die das mit den Nachbarn und den Eigentümern klären. Und jetzt müssen wir nur noch, in Anführungsstrichen, für die Sicherheit sorgen. Und dafür, dass dieser Kackbaum endlich aus diesem Hof rauskommt. Das hat mir wirklich die Nacht gekostet. Ich habe von David Arikan geträumt. Ernsthaft? Ja. Warum? Einfach reden. Ich hab geträumt, dass wir ein Projekt abgeluchst haben. Ja, benötige. Schau, dann David Arika. So, dann gehen wir zu meinem Kränchen. Guck schon mal an hier. Die sind verdichtet, die Kranplätze. Sind sie verdichtet? Die sind verdichtet genug. Das ist eine Straße, die ist verdichtet. Gut. Da ist ein guter Unterbau drunter, der ist frostschutzsicher. Ja, da haben wir gar kein Problem hier, ne? Das Einzige, was mir noch so ein bisschen zu bedenken gibt, ist halt die Bürgersteigsfläche. Wenn wir es hier übertreiben, dann kann es natürlich sein, dass da irgendwie, ne? Ein kleines Dellchen ist. Eine kleine Delle ist, aber das hoffen wir einfach mal nicht. Wenn die Jungs gut gepflastert haben, sollte das kein Problem sein. Aber immer dran denken.
Parkplätze müssen verdichtet sein. Sicherheit ist heute die Priorität. Wir sind heute ganz sicher unterwegs. Der macht einem so die Augen zu, ne? Je weniger ich sehe, desto besser. Junge, du hast den Premium-Helm, Digga. Oh. Wow! Digga, so ein kranker Scheiß, Alter. So, die Kabine geht hoch, Digga. Ach, du Heilige. Das ist wirklich Transformer, Digga. Das Ding wird jetzt hier hochgefahren, 50 Meter Höhe. Und ab dafür. Und ab dafür, ne? Schon so groß, krieg ich kaum auf die Kamera. Time to schießen. Darf ich auch im Bild sein? Ja. Geh mal nach oben, guck mal nach hoch. Jetzt seht ihr alle, wie das Kabinchen da schön auf zittrige, weiß nicht, 30 Meter oder so katapultiert wird. Uiuiui. Ist das das Mikro? Kann man hier ASMR machen? Verdammt ist das hoch. So, jetzt kriegen wir die Innenansicht von dem Ganzen. Du gehst jetzt mit der Handsäge rein. Ich säge da jetzt einfach den Ast oben ab, die Spannung ist soweit wieder weg. Entlaste somit den Ast und somit ist schon mal eine große, große Gefahr weg, dass wir die Scheibe kaputt machen. Mhm. Weil da war ordentlich Druck drauf. Die Manual Drone von oben einmal. Da ist das kleine Bäumchen. Klein in Anführungsstrichen. So, und wir sind wieder unten bei den anderen. Warum bist du aber so cool, Digga? Einfach Brille. Hast du dir von den Kollegen bei Treffler geguckt oder was? Ja, das Problem ist tatsächlich, die man Sonne steht immer wie Hans Kuck in die Luft, Digga. Ja, deswegen haben die auch alle Brille an. Deswegen haben die auch Brille an. Die sind strategisch. Das ist tatsächlich Form follows Function, Digga. Kran steht auch schon. Haben wir jetzt schon Kranplätze, müssen verdichtet sein auf Video? So 80 Mal. Ja. Das heißt, wie gesagt, jeder hat einmal die Kleine. Ja. Jetzt geil. Muss hier kurz das Gegengewicht, das Ballastgewicht aufgehoben werden. Von dem Macker mit der Brille. Malaka! Vom Macker mit der Brille. Oh, das bin ich ja selber. Sagt der andere Macker mit der Brille, Digga. Vom Brillenmacker zu Brillenmacker, ey. Alter, siehst du das? Das sind Anti-Rutschmatten. Die erhöhen die Reibung und reduzieren so die Spannung, die der Spanngurt braucht. Zwecks Ladungssicherung. Das L in Ab durch die Hecke steht für Ladungssicherung. Aua! Also, wir planen heute eine große Kirsche im Innenhof rauszunehmen. Wir werden hier mit dem Kran in die Kirsche reingehoben, nehmen die nicht belasteten Äste, nehmen wir weg, einen nach dem anderen, schön vorsichtig, wir haben nicht viel Platz im Innenhof. Und wenn es dann an die belasteten Äste geht, die wo gegen das Haus lehnen, die werden wir mit dem Kran vom Stamm aus entlasten, die Äste dann dementsprechend abseilen vorsichtig und den restlichen Baum genauso auch abtragen können. Heißt, die Äste werden im Innenhof abgeseilt? Die werden im Innenhof abgeseilt. Und hebt mit dem Kran an den Baum sozusagen genau an, dass er nicht auf der Fassade lastet. Genau, wir heben mit dem Kran den Baum an, dass er die Fassade entlastet. Fassade! Dass er die Fassade entlastet, dass wir keine Schäden haben, nirgends irgendwo was reibt. Und dann rocken wir das Ding heute. Ja, es wird abgefahren. Auf jeden Fall alle sehr gespannt. So, Chris, wir sind ready to go. Ich auch. Und da oben ist auch das Kränchen, das Doppelkränchen. Ich guck gerade auf deine GoPro. Fuck, Mann. Bist du aufgeregt? Aufgeregt nicht, aber respektvolle Arbeit. Respektvolle Arbeit, ja. Das hat in sich. Hier ist der Baum. Jetzt kriegt ihr auch mal die Ansicht von der Seite. Das Ding hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Die Hauswand auch. Ey, Baklava, Baklava. Kleine Stärkung, bevor es hier hochgeht. Genau, hier seht ihr auch schön gebrochen. Ich bin dann zum Essen. Du greifst da Revi unter die Arme beim Essen. Banane, Brezen. Kleine Beruhigungszigarette. Für die kleines Pflanzenbrötchen. Pflanzenbrötchen? Lungenbrötchen, meine ich. So, Kollege, was sagst du? Ich würde gerne mit drauf. Wir alle, ich will auch. Uns alle halt doch auch nicht. Machen wir nochmal hier so ein Gear-Shot. Und hoch geht's, Digga. Ist das krass. Jawohl, Ski.